Polizei und Bundeswehr Hand in Hand gegen den Terror. Innenminister Joachim Herrmann hat die nagelneuen Räume des Führungsstabs begutachtet. In einem fiktiven Szenario wird die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Truppe trainiert. Wir üben die Zusammenarbeit im Falle eines großen und nicht mehr allein von den Länderpolizeien zu bewältigenden terroristischen Ereignisses bzw. mehrerer gleichzeitiger terroristischer Ereignisse in ganz Deutschland. Gerade der Amoklauf von München, bei dem zu Beginn von mindestens 3 Tätern ausgegangen wurde, hat gezeigt, bei solchen komplexen Lagen reichen fast 3000 Polizisten nicht aus. Deshalb wurde der Ruf nach dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren laut. Dass wir in einer solchen extremen Ausnahmesituation, und das haben wir in Paris beispielsweise im November 2015 gesehen, in eine Situation kommen, wo auch die bestausgestattete Polizei an den Rand ihrer Möglichkeiten kommt, wenn es zum Beispiel wie damals in Paris an 4, 5 Stellen gleichzeitig explodiert, geschossen wird, das wird jeder einsehen. Und hier geht es darum, ja dann nur auf insofern auch eine überschaubare Zahl von Bundeswehrkräften zusätzlich zurückgreifen zu können. 3 Tage lang wird in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein die Zusammenarbeit geübt. Für mich ist eine Erwartungshaltung als Vorsitzender der Innenministerkonferenz, dass wir die Ergebnisse, die hier durch diese Übung zutage gefördert werden, schnell in einen Bericht zusammenführen, dass wir die Fragen, die sich gegebenenfalls daraus ergeben, formuliert bekommen und dann in der Innenministerkonferenz im Juni in Dresden das erste Mal besprechen können. Es ist zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, dass Bundeswehr normale Polizeiarbeit übernehmen kann. Und es ist jeder, der die Einsatzbelastung der Bundeswehr kennt, weiß sowieso, dass die Bundeswehr ohnehin heute auch schon an den Grenzen ihrer Belastung ist durch die vielen Auslandseinsätze. Es geht also überhaupt nicht darum, auch nicht den Einstieg in eine stärkere Mitarbeit der Bundeswehr in der inneren Sicherheit zu finden, sondern es geht ausschließlich um absolute Ausnahmesituationen. Am Donnerstag wird Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zusammen mit Herrmann eine Abschlussübung in der Kaserne in Murnau besuchen.